Schauen wir direkt nach Kiew zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Steffen, du hattest eben gerade einen Termin mit einem der engsten Berater von Präsident Selenskyj. Gib uns mal einen Einblick. Wie ist mittlerweile die Position in Kiew? Wäre man zu Verhandlungen mit Moskau bereit in der aktuellen Situation? Also wir haben da eine sehr selbstbewusste Position gehört. Mikhailo Podolyak ist einer der Top-Berater tatsächlich von Präsident Selenskyj. Und natürlich haben wir ihn auch danach gefragt, wie ist es momentan mit Verhandlungen? Und es gab eine klare Absage. Es gibt keine Verhandlungen momentan. Da heißt es, wenn wir jetzt mit Russland sprechen, würde das bedeuten, dass Russland gewinnt, aber Russland verliert. Russland kann keine Forderungen aufstellen. Die Ukraine entscheidet über das Schicksal Russlands. Und das sind doch sehr, sehr selbstbewusste Töne, die wir da hören. Wir haben auch Mikhailo Podolyak gefragt, ob denn die Ukraine Gespräche zwischen US-Präsident Biden und Wladimir Putin unterstützen oder tolerieren würde. Er hat das ausgeschlossen. Er hat gesagt, ohne unsere Beteiligung, ohne die Beteiligung der Ukraine spricht niemand über die Ukraine. Wenn gesprochen wird, dann eben nur mit Präsident Selenskyj am Tisch. Und momentan gibt es keine Gespräche. Also eine klare Position der Stärke. Wir haben immer wieder den Satz gehört, Russland verliert diesen Krieg, die Ukraine gewinnt diesen Krieg und wir sind diejenigen, die dann anschließend klar machen, wie Gespräche überhaupt aussehen. Also eine ganz, ganz klare und entschlossene Haltung, die du da gehört hast. Passt das denn zum momentanen Geschehen an der Front? Sind für die Ukraine wirklich momentan so viele Erfolge zu verbuchen? Also es ist zumindest nach Angaben des Militärstabs so, dass auch im Südosten, das heißt in der Region Cherson, wieder weitere Orte eingenommen wurden und dass auch im Nordosten die ukrainische Armee Fortschritte macht. Man geht davon aus, hier auf ukrainischer Seite zumindest, dass bis zum Ende des Jahres tatsächlich der Donbass befreit werden kann. Und im nächsten Jahr, dass dann auch möglicherweise die Krim zurückerobert werden kann. Aber man ist sich, glaube ich, darüber im Klaren, dass das ein sehr weiter Weg ist. Wir hören auch die Berichte von unabhängiger Seite, dass die russischen Soldaten, dass die russische Armee mehr Verteidigungslinien im Südosten aufbaut. Also das dürfte dort ein sehr, sehr zäher Kampf werden. Wir sehen keine immensen, keine großen Fortschritte, so wie das noch vor 1, 2 und 3 Wochen der Fall war. Inzwischen sind es wieder kleinere militärische Erfolge, die dort gefeiert werden. Steffen, vielen Dank für den Moment. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.